Lungenkrebs, also das ist die Krebserkrankung, die in rechter oder linker Lunge tatsächlich primär entsteht, ist in 90% der Fälle eine Erkrankung von Rauchern. Es ist in Deutschland eine sehr häufige Tumorerkrankung und die häufigste Krebstodesursache, sodass wir viele Patienten sehen und viele Fälle tatsächlich erst diagnostizieren. Wir wissen heute, dass Lungenkrebs nicht eine einzige Erkrankung ist, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Unterarten gibt. Es gibt tatsächlich auch sowas wie den Lungenkrebs des Nierauchers. Und unsere Aufgabe ist, und das machen wir gemeinsam mit Kollegen der Universitätsklinik Tübingen und aus unserem pathologischen Institut, ist zum Zeitpunkt der Diagnose diesen Lungenkrebs exakt zu erkennen, um dann eine möglichst persönlich geschneiderte Therapie zu entwerfen.